Wow. Was geht ab? Mein Name ist Adi Tator, willkommen zu einem neuen Vlog. 9 vor 11 ist es gerade. Ich habe gehört, dass es ein Päckchen auch ist. Ich würde jetzt das einfach mal holen und aufmachen für euch. Wow! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich offiziell so ein Pack-Opening mache. Ich bestelle eigentlich nicht so viel im Internet, aber das ist jetzt das erste Mal und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was drin ist. Und dafür brauchen wir natürlich ein nice Messer. Die Folie ist schon mal nicht schlecht, aber das hier ist natürlich viel besser. Das ist die Canon Lega X Mini, vielleicht kennen das sie. Chinesische Anleitungen. Und hier ist die endlich Canon Lega Mini X. Nice. Nice. Die Frage ist eher, wieso auf dem Weg ein Esel liegt. Also ich weiß nicht, was er hier macht, aber das ist auf jeden Fall ein Esel. Die Frage ist ja, wieso mache ich ein Video über eine Kamera wie die hier jetzt. Ich muss einerseits sagen, ich bin ein kleiner Technikfreak und vielleicht interessiert es ja die eine oder andere von euch auch, wieso ich die Kamera gekauft habe. Ich würde es auch gerade sagen, ich bin jetzt hier extra ein bisschen rausgefahren in einem Wald. Am schlimmsten ist es, wenn Leute vorbeilaufen und du schnurst mit einer Kamera, da kommt man sich echt dumm vor. Aber naja, an das muss ich mich vielleicht ein bisschen gewöhnen, wenn ich mit der ein bisschen mehr filme. Weil ich habe mir die einerseits gekauft, weil die ist so handlich, die ist so klein, die ist so einfach zum Bedienen. Ich habe jetzt die seit diesem Tag und ich habe eigentlich schon alle Sachen schon herausgefunden. Ich habe natürlich auch schon Videos geschaut, was die besten Einstellungen sind und so. Und ich denke, das sollte jetzt die sein. Und ich muss sagen, die Kamera die impressed mich sehr. Das Bild ist sehr stabil, der Ton ist sehr gut, da muss man kein externes Mikrofon haben. Und man sieht einfach rundum mega viel. Klar hätte ich mir mit dem Geld auch andere Kameras kaufen, die vielleicht ein bisschen bessere Qualität haben. Aber die sind für mich einfach zu gross, weil es ist jetzt so im Trend bei YouTube, dass man sich so grosse Kameras kauft, so DSLR-Kameras. Dann dort unten dran ein Gorilla-Pod, also so ein Drehdings dran haut, damit man es dann mitnehmen kann, oben drauf ins Mikrofon, und dann das in die Stadt mitnimmt. By the way, ich kehre mal kurz um, weil ich wieder zurück muss. Dann klebt man sich dort so einen Gorilla-Pod unten dran, läuft mit dem durch die Stadt mit so einem riesen Ding. Qualität ist natürlich sehr gut, aber ich frage mich, inwiefern das noch real ist. Wenn alle solche riesen Dinge mitschleifen. Ich finde, die Kamera ist einfach sehr cool. Die ist sehr klein, die kannst du mitnehmen, die kannst du anmachen, wenn du willst, wenn du Bock hast. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich die gekauft habe. Ich habe ja noch die andere Kamera, wo ich die früheren Videos gemacht habe. Sollte ich da ein bisschen in den Wald rein? Keine Ahnung, jetzt ich noch fresh. Wow, man. Offroad. Ich habe ja noch die alte Kamera und mit der kann ich dann so schöne Szenen filmen, mit der kann ich einen Slow-Motion filmen. Das kann man zwar mit der auch, aber da verliert es einfach ziemlich fest an Qualität, weil ein normales Video hier wird nur mit 25 FPS gefilmt und aus dem kann man kein Slow-Motion machen. Ich bin hier deep in the forest. Da sind safe Wildschweine oder so, weil der Wald hier ist ziemlich bekannt für Wildschweine. Ich frage mich, wie ich jetzt hier rumlaufe. Da vorne sehe ich gerade, ist ein Bunker. Wow, auf dem Bunker durch. Die Frage ist, kommt man auch irgendwie in den Bunker rein? Ich nehme es nicht an. Da ist auf jeden Fall nichts. Da ist auch nicht viel. Mö. Der Bunker ist auf jeden Fall nicht gemacht, dass man reingehen kann. Vielleicht da hinten. Ich weiß nicht, ob dort etwas ist. Das könnte eine richtige Horrorgeschichte werden. Okay, da sieht es auf jeden Fall nach einem Eingang aus. Wir sind jetzt auch wieder um den Feld angekommen. Aber da ist leider kein Eingang. Ich bin jetzt hier in dem Wald. Man sieht, die kann man so nicht ans Gesicht heben. Und es ist alles drauf. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich nice. Die Kamera bockt auf jeden Fall ziemlich. Man sieht, die Qualität ist auch nicht schlecht. Und der Ton auch nicht. Ich muss mir angewöhnen, in die Kamera reinzuschauen. Weil oben ist gerade der Bildschirm. Und ist die Kamera. Blablabla. Ja, dann würde ich sagen, ich sehe uns beim nächsten Video. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen. Und ich habe schon wieder in den scheiß Bildschirm reingeschaut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Was ist das? Holy shit. Das war gerade so ein Flieger an meinem Bein. God damn it, man. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz den Unge-Move. Unge-Move.
Check. Das war es von dem Video. Du hast eine wunderschöne Wiese. Vielleicht lieben sich da Wildschweine mal so. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall heim, schneide das Video. Und ich bin heute Morgen extra aufgestanden, ein bisschen führen, damit ich können das Unboxing filmen konnte. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. By the way, vielleicht sind ihr bis jetzt dran geblieben. Gibt es eigentlich für euch auch Dorfkinder oder sind ihr alles Stadtkinder? Würde mich noch wundern. Schreibt mal in den Kommentar, wenn ihr Dorfkinder sind. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt wirklich von dem Video gewesen. Wow.